Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute zu dem Video, was sich so unfassbar viele Menschen gewünscht haben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses Video wirklich drehe. Und zwar heiße ich euch heute ganz, ganz herzlich willkommen zum Haartutorial. Also ich fühle mich gerade auch irgendwie wie so ein Fashion-Beauty-YouTuber. Aber Freunde, die Nachfrage war wirklich unfassbar am Start. Unter jedem Video, seitdem ich die Frisur anders hatte, immer Kommentare, wie ich meine Haare mache, wie ich meine Haare mache. Und das ist jetzt kein Spaß, das ist nicht dieses, ich habe die voll viele Nachrichten bekommen. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ihr könnt gerne die anderen Videos schauen, da sind überall Kommentare, wie ich meine Haare mache. Und deswegen habe ich mir eben gedacht, drehen wir einfach heute mal so ein Haartutorial. Aber auf cooler Weise, ich mache nicht einfach nur ein Video, wie ich meine Haare style vom Spiegel und sage, jo, so mag ich die, sondern gleich kommt mein Homie vorbei, Rasha, mein Friseur, der mir seit circa 2 Jahren die Haare schneidet und wir werden noch in diesem Video zusammen meine Haare schneiden, erst am Anfang, danach werden wir meine Haare stylen und vieles mehr. Und für die Leute, die es interessiert, die können jetzt gerne dranbleiben und für die Leute, die das Ganze nicht juckt, die sagen, ey, jo, Jan, deine Frisur ist wack oder ich habe eine coole Frisur, ich brauche keine neue Frisur, mich juckt es nicht, die können jetzt gerne abschalten. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, es wird cool, weil ich habe auch noch nie sowas gedreht. Und ja, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert dieses Video, lasst ein Abo da. Dann würde ich jetzt sagen, geht's los, wir holen Rasha ab und dann werden die Haare geschnitten. Ihr könnt sehen, sind nicht gemacht und ja, let's go. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Rasha, holen ihn ganz kurz ab. Der wohnt auch nur 3-4 Minuten von mir, also ist ganz, ganz schnell, ist ein paar Straßen weiter. Wirklich bester Mann, aber zu Rasha an sich. Digga, kann ich hier nicht rein oder was? Anlieger frei. Ach nee. Kannst du nächste? Oh, was ist ein Müll, Alter. Nächste. Was geht, was geht? Was geht ab, Jungs? Einfach auf Krücken, voll vergessen, was geht? Bruder, ich brauch jetzt ein bisschen Platz, was geht ab? Ah, warte. Was geht's, Sergio, Bruder? Was geht ab? Der Junge ist auf Krücken, was ist passiert? Bruder, Kreuzbandriss. Digga, scheiße, warte mit den Krücken, das geht dir gar nicht mit. Warte mal, ah! Okay, Rasha ist jetzt am Start. Was geht, Bro? Was geht ab, Freunde? Alles gut? Ja, wir werden jetzt anfangen, meine Haare zu schneiden. Zu Rasha kurz selber schneiden wir seit circa 2 oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht. Ja, Bruder, bei dir glaube ich seit 2, 3 Jahren, generell schon seit 4, 5 Jahren. Ja, der Bro schneidet immer so privat bei meinen Kollegen, so allen auch for free, wirklich größter Ehrenmann und noch ein größerer Ehrenmann. Was hast du nochmal? Kreuzband? Doppelten Kreuzbandriss und ja. Außenbandriss. Einfach gerade mit einem Kreuzbandriss und trotzdem für dieses Video ist er vorbeigekommen, schneidet jetzt die Haare. Und ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, setzen uns jetzt gleich hin, beziehungsweise ich setze mich hin. Und dann erkläre ich Rasha mal so ein bisschen, was wir jetzt wirklich genau machen, weil ich habe davon keinen Plan. Ich weiß nur, dass wir Seiten ein bisschen kürzer machen, oben ein bisschen kürzer. Also Freunde, bevor wir anfangen zu schneiden, erkläre ich euch kurz, welche Maschine ich bei Jan seinen Haaren benutze. Wir haben die typische Haarschneidemaschine von Wall. Ich denke mal, die ist euch allen bekannt. Das ist einfach für den Übergang, für den ganzen Rest. Als würde jetzt jeder so wissen, so wie Maschinen aussehen. Nein, aber... Als wäre jeder hier so Friseur. Ja, Bruder, das soll ich ja bekannt. Wie ihr sehen könnt, der Jan hat oben sehr lange Haare. Ist bewusst so, damit er die hier nach vorne fallen lassen kann. Die Seiten mache ich 1-2 mm, hatten wir gesagt. Also wie immer, denke ich mal. Ja. Nicht zu kurz, ist zwar schon kurz, aber geht auch noch kürzer mit dem Epilierer. Und oben schneiden wir so ein... Vielleicht nur die Spitzen, ja, maximal. Eigentlich ist es kein großes Kunstwerk. Also ja. Eigentlich ist es einfach nur die Seiten, Übergang hoch und oben so ein kleines bisschen einfach nur die Spitzen. Und dann, ja, ihr seht ja schon, die Haare sind ja eigentlich schon so, wie die am Ende sein werden, nur dass ich halt ein bisschen style. Es gibt ja 2 Optionen eigentlich. Man kann den Übergang so halt relativ hoch ansetzen, was jetzt, oder? So einen hohen Übergang. Genau. Oder halt, dass er so ein bisschen tiefer schon beginnt. Und ich persönlich finde es halt einfach ein bisschen geiler, wenn der halt schon so ein bisschen tiefer beginnt. Weil wenn das so oben ist, keine Ahnung, dann ist halt die Seite so voll kahl und ist jetzt nicht so meins. Ich finde es am besten natürlich auch Geschmackssache. Jetzt sind wir auf dieser Seite und machen wir deinen Kopf gerade. Mach dir einfach nur hier die Linie. Wie ich am Anfang gesagt hatte, nicht zu hoch. Jetzt haben wir die Seiten von Jan gemacht. Ihr könnt sehen, wir sind nicht zu hoch gegangen. Ein tiefer Übergang ist immer gut. Und jetzt benutze ich die normale Maschine von Wall. Benutze dann den Aufsatz 4,5 mm. Und dann nehmen wir erstmal diese Haare hier weg. Und dann arbeiten wir uns langsam nach unten. Viele Friseure machen das anders. Die arbeiten sich von unten nach oben. Ich mache das aber ein bisschen anders. Deswegen nicht wundern. So, das wär's schon hiermit und das gleiche machen wir auf der anderen Seite und auch hinten. Nachdem haben wir 4,5 mm benutzt, also den Aufsatz. Jetzt haben wir hier oben die guten Spitzen weg von der Seite. Jetzt benutzen wir 3 mm für den unteren Bereich hier. Oben haben wir ja diese kleinen Spitzen weggemacht, die an der Seite so runterhängen. Das ist auch immer ganz wichtig, weil sonst hängt der Übergang hier komplett drüber, also die Haare über dem Übergang.
Jetzt benutze ich direkt 1,5 mm, um den Übergang noch hier zu verfeinern und ein bisschen sauber machen. Da sieht man jetzt nicht viel Unterschied, aber gleich werdet ihr merken, wenn ich am Ende keinen Aufsatz mehr habe und nur noch hier mit rumspiele, so mit, ich glaube 0,8 ist das dann, dann machen wir die Linie hier weg, damit das Ganze auch etwas sauber aussieht. Wer hämmert jetzt hier? Mein Gott. So, jetzt haben wir den Übergang fast fertig, also so gut wie fertig. Jetzt mach ich noch ein paar Kleinigkeiten. Die dunkleren Haare, manchmal sind hier dunkle Haare noch auf der Linie, die man dann hier mit der kleinen Maschine wegmacht. Sonst ist das eigentlich perfekt schon. Die würde ich dann mit der Schere jetzt wegnehmen und oben ein bisschen kürzen, dann wären wir fertig. So Freunde, ich habe meine Haare. Ihr könnt sie jetzt gerade mal nass gemacht, damit die halt oben perfekt geschnitten werden. Und jetzt geht's oben an den Schnitt. Oder ist man noch oben, oder? Oder machst du irgendwas noch an den Seiten? An den Seiten nur die, die überstehen hier. Das hatte ich auch kurz gesagt. Und halt hier noch so ein bisschen Bart, ne? Ihr müsst anpassen. Oben haben wir gut gekürzt. Bei Jan kürzt ich halt nicht zu viel. War jetzt ein bisschen mehr als Spitze, war ungefähr so viel. So reicht das auch näher. Ja, so von vorne. So sieht es von vorne aus. Und jetzt mache ich ganz kurz hier vorne die Konturen so ein bisschen sauber, die Haare, die hier raushängen. Und hier am Nacken nochmal drüber gehen. Ich zeige euch jetzt mal ein Vorher-Nachher von der mega krassen Vollbartseite. Das ist jetzt halt hier vorher. Ihr könnt sehen, es ist halt so gar kein nicer Übergang eben. Nachher könnt ihr sehen, mit so einem nicen Übergang komplett. Sehr, sehr wild, wirklich. Hat der Junge wieder sehr, sehr gut hinbekommen. Viele, viele Friseure gehen da zu weit rein. Ihr braucht jetzt nicht übertreiben. So, man sieht das schon. Bei 5000 Likes darf Jan mir die Haare schneiden. Bei 5000 Likes mach ich dir eine Glatze. Aber weißt du, worauf ich Bock hätte? Einmal noch so Boxerschnitt. Aber so krass mit so geilem Übergang. Ja, bei dir aber ich glaube, das steht mir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ich will... Bei dir Jungs, siehst... Soll ich mir einen Boxerschnitt machen? Wir machen so einen Boxerschnitt. Wie viel Millimeter macht man dann oben? Eigentlich so 10. Mhm. Viele machen aber auch so 15. Dann mach ich oben 17. So 10 Millimeter, dann macht man noch einen krassen Übergang rein. Und dann habe ich einen Boxerschnitt. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Lass schon mal. Ja, aber ohne Übergang. Ich blende jetzt mal ein Bild ein, wie ich das mal hatte. Ich sah so scheiße aus, ich wurde so ausgelacht. Ohne Übergang, es sah richtig scheiße aus. Ich mache mir das nochmal. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. 10.000 Likes, mein Spaß. Guckt euch den armen Jungen an. Es geht jetzt nach Hause mit Krücken. Wirklich dicken Respekt. Aber irgendwie so ist das echte Leben. So Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem Schneiden. Ihr könnt das Endergebnis sehen. Ich drehe mich einmal ganz kurz um. Nicht auf den Pickel hier achten. Haare sind jetzt auch nicht gestylt. Dazu kommen wir gleich zum ganzen Styling-Part. Kommen wir gleich. Wir fahren jetzt erstmal rasch nach Hause. Danke dir fürs Schneiden. Oder ich danke dir. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Sehr, sehr gut wie immer. Und dann geht's weiter mit dem Styling. Das machen wir dann zu Hause bei mir. Das mache ich dann ganz alleine in Ruhe. Dann style ich die Haare nochmal, zeige euch, wie ich alles mache. Weil jetzt sind die ungestylt. Und ja, das wär's dazu. So, dann fangen wir jetzt mit dem Styling an, was an sich eigentlich kein wirkliches Styling ist. Ihr werdet jetzt gleich auch erfahren, warum es eigentlich auch gar kein Video würdig ist, aber ihr wollt es, deswegen mache ich es jetzt. Und ja, ihr könnt, denke ich mal, sehen, meine Haare sind trocken, sind nicht gemacht, ist jetzt nichts drin. Ganz, ganz wichtig, ich lasse meine Haare Luft trocknen. Also ich föhne die nicht gar nicht, ich lasse die einfach nur Luft trocknen. Wenn ich die Luft trockne, werden die so ein kleines bisschen welliger. Und dann gibt es zwei Produkte, die ich benutze. Und zwar nämlich einmal Gatubi Strandmatte, was ich mir halt in die Haare mache. Und dann zu guter Letzt noch einmal Gatubi Sprühkleber. Kann ich euch beides auch mal unten verlinken. Ja, wenn ihr es auch kaufen wollt, keine Ahnung, ich kriege jetzt kein Geld dafür, aber die beiden Produkte benutze ich. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir denn hiermit so machen. Jetzt werdet ihr auch erfahren, warum es an sich eigentlich kein wirkliches Styling ist. Denn wir nehmen uns zuerst einmal so eine Fingerkuppe, würde ich sagen, von dieser Paste, vielleicht ein kleines bisschen mehr, und verschmieren es in den Händen. Und dann heißt es einfach richtig random damit in die Haare gehen, das Ganze so ein bisschen durchwühlen, so ein bisschen einfach durch die Haare gehen, dass die halt so ein bisschen durcheinander sind, zack, zack. Ja, und das wäre es eigentlich schon damit gewesen. Ich kam wieder zu und ihr habt, glaube ich, gemerkt, dass eine Sache von 20 Sekunden einfach kurz random durch die Haare gehen, alles ein bisschen durcheinander macht. Dann entstehen bei mir auf jeden Fall diese leichten Locken,
Ja, kommt halt auch immer auf den Haartyp von euch an, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Einfach ein bisschen random durch die Haare gehen hier mit. Zu guter Letzt dann noch einmal den Sprühkleber benutzen von Gatobi und da einfach auch wieder komplett random ein bisschen einfach überall einmal rumgehen, dass das Ganze auch einen Tag überhält. Ein bisschen hier so mit den Zack-Händen so ein bisschen das Ganze richten. So. Und ja, das war's. Haare sind fertig. Viel Arbeit ist es eigentlich nicht. Also viel, viel einfacher auf jeden Fall als der Mittelscheitel, den ich vorher hatte. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mich für die Frisur entschieden habe, weil es hat eigentlich keine Arbeit. Wir nähern uns tatsächlich dem Ende dieses Videos, beziehungsweise sind eigentlich am Ende, denn mehr gibt's nicht. Ihr könnt euch jetzt noch einmal meine Frisur komplett genau 360 Grad einmal anschauen. Das wäre es komplett fertig gestylt. So sieht das Ganze am Ende aus. Übergang 1,5 mm und dann hoch. Ansonsten oben einfach ein bisschen spitzen geschnitten, so ein kleines bisschen überall. Und das war's. Styling habt ihr gerade auch gesehen, ist wirklich nichts Wildes irgendwie. Manche hatten erwartet, ich hau jetzt irgendwie über die krassen Styling-Tipps raus und mache hier sonst was mit meinen Haaren. Nein, Freunde, es ist ganz, ganz easy. Einfach ein bisschen Wachs, ein bisschen durchgehen, ein bisschen Haarspray. Das war's. Das sind meine Haare. Nochmal ein ganz, ganz dickes Shoutout geht raus an Rascha. Hier nochmal sein Instagram eingeblendet. Checkt gerne sein Instagram ab. Macht ein bisschen Welle. Tut mir den Gefallen. Checkt auch gerne sein Spotify ab, denn er macht auch Musik. Alles unten verlinkt. Spotify, Instagram. Ja, einfach ein bisschen Liebe zeigen. Vor allem eben dafür, dass er einfach trotz doppeltem Kreuzbandriss, den er sich am Sonntag beim Fußballspiel zugezogen hat, trotzdem hier stand, beziehungsweise ja, irgendwie halb stand und meine Haare geschnitten hat, auch komplett freiwillig. Ich habe ihn jetzt nicht irgendwie gezwungen oder sonstiges. War komplett freiwillig, er hat ja selber Bock drauf, deswegen einfach gerne mal ein bisschen Liebe bei ihm zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, wäre es das eigentlich auch mit diesem Video gewesen. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte einige von euch vielleicht so ein bisschen weiterhelfen, vielleicht ein bisschen inspirieren. Vielleicht gibt es auch manche, die sagen, Jojan, deine Frisur ist mega wack, wieder wie er mag. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, nächstes Video wird ein Istanbul Fake Bazaar Vlog. Sehr, sehr geil geworden. Und ja, haut rein, genießt den Tag. Ciao, 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 ciao.